Die Frankischen Stiftungen sind genau vor 325 Jahren gegründet worden. Dafür hat Kurfürst Friedrich III. Von Brandenburg August Hermann Francke ein Privileg ausgestellt, das es dem Pfarrer ermöglicht hat, seine vielfältigen Aktivitäten, Ideen, Impulse gesellschaftlich fruchtbar zu machen und über die Region hinaus bekannt zu machen. Seitdem tragen wir diese Tradition fort und es sind viele Menschen und Institutionen, die dazu beitragen, dass das Erbe August Hermann Franckes lebendig bleibt. Allen, die sich an diesem Erinnerungsprojekt beteiligt haben, sei sehr, sehr herzlich Dank gesagt, denn die Frankischen Stiftungen werden auch in Zukunft immer von der Unterstützung einzelner Menschen und anderer Institutionen leben und profitieren. Die Frankischen Stiftungen sind auch in Zukunft ein Gemeinschaftswerk. Vielen Dank.